Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Herzog Zentoll hat einen ersten großen Erfolg erzielt. Er hat die Insel Mallorca von den Heiden zurückerobert. Und, wenn mir die Bemerkung erlaubt ist oder die Formulierung, ich glaube, er hat Blut geleckt, was den Kampf gegen die Heiden betrifft. Er hat gemerkt, dass die vermeintlich starken, übermächtigen muslimischen Reiche hier auf den Inseln in Spanien und Nordafrika möglicherweise gar nicht so stark sind, dass man sie besiegen kann, wenn man seine Verbündeten gut koordiniert. Aber natürlich stellt sich jetzt die Frage, wo sein Augenmerk, wo seine Schwerpunkte jetzt liegen. Mischt er sich jetzt doch irgendwie ein in diese schwierigen, undurchschaubaren Verhältnisse in Italien und im Frankenreich und in Lothringen? Nun gut, es gibt zwei exkommunizierte Herrscher und das ist natürlich etwas, was ihn bewegt. Aber der eine davon, der lebt schon gar nicht mehr. Es war der Herzog von Savoyen, Herzog Konrad von Savoyen, der inzwischen gestorben ist an Altersschwäche. Sein Sohn vermutlich hat die Sache übernommen. Ja genau, Herzog Rudolf von Savoyen, und er ist natürlich nicht exkommuniziert. Anders sieht es aus mit unserem König, dem König Clotaire dem Vierten. Ja, die Frage ist, was gibt es für Handlungsmöglichkeiten? Was gäbe es für Handlungsmöglichkeiten? Hätte er das schon früher gewusst oder käme die Exkommunikation früher, wäre sie früher gekommen, dann hätte er sich vielleicht dieser Unabhängigkeitsfraktion angeschlossen, weil er möchte natürlich nicht von einem gottlosen König regiert werden. Aber dieser Unabhängigkeitskrieg läuft schon, er kann diesem nicht mehr beitreten. Er könnte natürlich jetzt einen eigenen Unabhängigkeitskrieg führen, aber diese Sache ist hochriskant, das muss man mal so sagen. Und also ihr seht das Kräfteverhältnis an. Nun gut, man könnte argumentieren, er hat Schulden, aber der wichtigste Verbündete des Königs, das ist nämlich der Kleinkönig von Wessex, der sich ja auch schon hier irgendwo aufhält, der hat eine große Armee und der hat keine Schulden. Und wenn möglicherweise diese hier sich lossagen sollten oder wie auch immer dieser Krieg zu Ende gehen sollte, dann steht unser Herzog ziemlich allein da gegen den König und dann kann er inhaftiert werden und dann ist alles vorbei. Insofern, na, also ich sag mal so, er ist tapfer, er würde es vielleicht sogar erwägen, aber es gibt, glaube ich, eine viel bessere Alternative. Und zwar eine Gelegenheit, die sich ergibt und die er, glaube ich, ergreifen würde. Und zwar hat er ein Auge geworfen auf dieses Emirat der Salimit. Dies wird geführt von einem sehr jungen Emir, der erstaunlich schwach ist und auch nur einen sehr schwachen Verbündeten hat. Außerdem ist dieser gerade selber in einen Krieg verwickelt, als Angreifer im Übrigen gegen Wikinger. Der versucht hier gerade diese Grafschaft dort zu erobern, was ich erstaunlich finde. Aber er ist in einem Krieg verwickelt. Das bedeutet, seine Truppen sind vermutlich nicht hier, sondern sind hier irgendwo in Nordfrankreich. Also das ist tatsächlich die Gelegenheit, hier loszuschlagen. Wir hätten ja einen Kriegsgrund, und auch das ist relativ riskant, einen Religionskriegsgrund. Das bedeutet natürlich, dass theoretisch andere dieses Glaubens des Angegriffenen in den Krieg eintreten würden. Das wäre natürlich eine Katastrophe, aber hier kommt vielleicht wieder sein Mut und seine Tapferkeit ins Spiel. Ja, insofern werde ich das, glaube ich, angehen, anstatt hier ein halsbrecherisches, waghalsiges Unterfangen gegen die Könige oder gegen den König zu unternehmen. Wir führen den wichtigen Krieg, nämlich den gegen die Heiden, und lassen uns nicht ablenken von innerchristlichen Konflikten. So, bevor wir dazu kommen, und ich will das tatsächlich gleich forcieren, noch eine andere Sache. Ich hatte ja ursprünglich gesagt, dass ich vom Papst kein Geld nehmen möchte, weil ich es irgendwie unauthentisch erachte, dass der Papst Geld verschenkt an irgendwelche unabhängigen Fürsten und Lehnsherren. Aber es wurde zu Recht in den Kommentaren angemerkt, dass es sich hierbei ja gar nicht um das Verschenken von Geld handelt, sondern, ich glaube, im Eventtext kommt das, um Steuererlasse. Also irgendwie die Kirchensteuer, der Kirchenzehnt, da muss man dann einen Teil nicht abgeben. Das ist eine interessante Betrachtung des Ganzen und insofern würde ich das immer vom Kontext abhängig machen, ob es zum Charakter passt, zur Situation passt. Und das Geld sollte natürlich auf jeden Fall dann auch für die christlich-katholische Sache eingesetzt werden. Und in unserem Falle
ist es ja gerade der Heidenkampf, der den Papst hier schwer bewegt und auch unseren Herzog schwer bewegt. Insofern finde ich das überaus passend, wenn wir das vielleicht jetzt tatsächlich sogar nutzen werden. Und wir werden um Gold bitten, das uns vermutlich gegeben wird. Wir werden mit diesem Gold auch sehr Gutes anfangen können. Das können wir eigentlich jetzt schon machen. Und ich glaube, der Papst hat nichts dagegen, dafür das Gold zu verwenden. Wir werden nämlich Onaga hier uns zulegen. Und das ist doch wirklich gut investiertes Geld, wenn wir damit die muslimischen Städte und Burgen belagern. Also, das werden wir machen, das werden wir erschaffen. Wir haben am Anfang erst die Hälfte dieser Einheit. Wir könnten jetzt warten, bis die Einheit vollständig ist. Aber ich glaube, der Zeitfaktor ist jetzt entscheidend. Wir sollten nicht warten. Aber wir haben auch noch einen Vorzug. Und hier wähle ich niemals aufgeben. Reduziert die verbündeten Todesverluste. Das ist ja ein nicht ganz unwichtiger Aspekt für uns. Und gibt nochmal Kampfvorteil plus 5. Also schalten wir das frei. Ja, und dann würde ich sagen, werden wir diesen Krieg gleich führen. Wir müssen allerdings Verbündete holen. Einen könnten wir uns sicher leisten, den zweiten, was Prestige betrifft, würde ich trotzdem holen, auch wenn ich ins Minus gehe. Aber mir ist das ein bisschen knapp hier mit den, naja, 2000 Mann, die der Gegner hat. Das, ja, will ich nicht so gerne riskieren. Also wir werden aber auf jeden Fall diesen Krieg erklären, Religionskrieg um das Herzogtum Barcelona. Darum geht es jetzt. Das ist in unserer Reichweite. Ihr seht es, 1600. Er hat hier, wird mir angezeigt, er hätte keinen Verbündeten. Das ist merkwürdig, weil er hat einen Verbündeten. Das scheint nicht ganz richtig zu sein. Wir werden es beobachten, was passiert. Ich muss davon ausgehen, dass der Verbündete kommt. Okay, wir werden diesen Krieg erklären. Und dann werden wir zwei unserer Verbündeten holen. Nämlich die, die hier in unmittelbarer Nähe sich befinden. Einmal den Herzog der Gascogne werden wir in den Krieg rufen. Und den Herzog von Aquitanien. Beide. So. Und natürlich werden wir dann unsere Armee auch noch ausheben. Ich frage mich, sollten wir unseren Ratsmarschall für diese Zeit auf Armee organisieren bringen? Ah, ich denke, mit unseren Verbündeten sollten wir jetzt stark genug sein, oder? Okay, wir werden hier ausheben. Warten die 8 Tage. Wir kriegen noch das Geld vom Papst. Hervorragend. Und sind jetzt mit unseren 646 Leuten dort. Der erste Verbündete geht mit in den Krieg. Das sind seine 1200. Ja, wir ziehen hier schon mal mit 5 Onagern in Richtung des Feindes, um hier das Kriegsziel zu belagern. Wie gesagt, ich vermute den Feind hier irgendwo im Norden. Sehen wir ihn eigentlich? Ja, wir sehen hier nichts. Da sind Räuber. Ja, tatsächlich. Oh ja, alles klar, da habe ich ja richtig kalkuliert. Sie sind da im Norden. Bewegen sich in Richtung der anderen Gebiete, also des Gegners, gegen die sie dort kämpfen. Das gibt uns hier hoffentlich ein bisschen Zeit. So, der nächste Verbündete kommt in diesen Krieg, hervorragend. Ja, dann heb mal deine Truppen aus, da kommen sie, 1000 Mann, 1200. Das gibt uns insgesamt 2800. Er marschiert nördlich. Warum macht er das? Ich hoffe, er läuft uns hinterher. Den Papst haben wir nicht beeinflusst, aber ich denke, er wird auch so beeindruckt sein von unseren Aktivitäten. Und unser Lehnsherr hat den ersten Krieg gewonnen. Das war ein Krieg gegen Bauern. Insofern nicht ganz so schwierig für ihn zu gewinnen. Es sei übrigens erwähnt, dass es noch eine exkommunizierte Person gibt, hier nämlich Fürstbischof Opizino. Aber die hat der König, der wiederum selbst exkommuniziert ist, den hat er schon festgenommen. Also das dürfte nicht unsere Sache sein, sich darum zu kümmern. Okay, da sind wir. Was macht der Gegner? Der Gegner, oh, belagert da oben tatsächlich sein eigentliches Kriegsziel. Okay, das heißt, hier haben wir eigentlich freie Bahn. Hoffen wir, dass wir relativ schnell diese Belagerungen abschließen können. Und es auch mit dem Gegner aufnehmen können. Oh, die sind aber auch sehr schnell mit der Belagerung, wenn ich das richtig sehe. 3 Monate dort noch. Wie lange brauchen wir hier unten? Wir sind bei 6 Monaten. Naja, okay. Wir werden vermutlich nicht die zweite Burg hier beim Kriegsziel erobert kriegen, bevor der Gegner bei uns ist. Aber was gibt es hier? Ein Skandal.
Man sieht meiner Cousine Egolina nun schon eine Weile an, dass sie ein Kind erwartet und alle dachten, dass ihr Gemahl Veromondo der Vater des Kindes sei. Jetzt wurde jedoch offenbart, dass der wahre werdende Vater niemand anderes ist als Bürgermeister Bermudo von Uceda. Wo ist das denn bitte? Warte mal, okay. Also nicht in unserem direkten Bereich. Und Egolino gehört auch zu Asturien. Okay, also das sind eigentlich Geschichten, ja, aus der Familie, aber dann doch etwas weiter entfernt, auf die wir jetzt auch keinen direkten Einfluss nehmen können. Es gibt eine nächste Fraktion gegen den König Clotaire, italienische katholische Populisten. Oh Mann, also Italien will diesen König wirklich nicht. Merkwürdigerweise ist er nicht in der Lage, hier die Aufständischen wirksam zu bekämpfen. Doch, Wessex. Wessex wird diese Schlacht schlagen und wie es aussieht, auch gewinnen. Das ist ein Rückschlag für diejenigen, die dort, wie ist er nochmal, Prinz Savary, glaube ich, auf den Thron bringen wollen. Und damit sieht es so aus, als ob der König tatsächlich, der exkommunizierte König, das zurückschlagen kann. Und das hat er dann wirklich nur den Truppen aus Wessex zu verdanken. Und wir können von Glück sagen, dass wir nicht gegen ihn im Moment aufbegehrt haben. Aber hier ist uns etwas gelungen. Wir haben eine wichtige Person gefangen genommen, offenbar den Erben, so wie es aussieht, einen 70-jährigen Erben, aber es scheint korrekt zu sein. Das gibt uns schon jetzt 65% Kriegsstand. Jetzt ist die Frage, wir könnten in Richtung Hauptstadt gehen, wir könnten diese Burg noch belagern. Die ist allerdings, habe ich gesehen, Festungsstufe 4. Auf dem Weg zur Hauptstadt gibt es noch eine Festungsstufe 2. Die Hauptstadt selbst ist 3. Was macht der Gegner? Der Gegner ist... Wo ist der Gegner? Der marschiert vermutlich dort noch hin. Also eigentlich haben wir die Zeit. Okay, dann werden wir das Kriegsziel weiter belagern. Auch wenn das vermutlich sehr, sehr lange dauern wird, diese Belagerung. Wir gucken mal. Wir sind bei 10 Monaten. Nizza wird belagert? Okay, aber das war hier nur ein kurzzeitiger Durchmarsch. Natürlich sind wir auch mögliches Ziel von Belagerung hier in diesem Krieg, weil das Gebiet ja formal oder von der Lehnzugehörigkeit eben zu dem König von Lothringen gehört. Okay, wir kommen hier gut voran. 8, 7 Monate sind es jetzt. Wir gucken mal, die feindliche Armee befindet sich immer noch dort oben. Aber das ist verrückt, dass sie dort eine Grafschaft erobern wollen. Und gleichzeitig offenbar erreichen sie keine Nachrichten. Unser Halbbruder ist im Keller. Keine Nachrichten davon, was hier unten eigentlich in ihren Stammlanden passiert. Uns soll es recht sein? Okay. Was ist das? Oh, das war der Krieg? De Fanguyem von Viennon. Hat der das angeführt, diese Fraktion? Interessant. Also die Nummer ist auf jeden Fall vorbei. Das heißt, er bleibt jetzt mal König des Gesamtreiches. Das konnte er zurückschlagen. Hier haben wir noch diesen Unabhängigkeitskrieg. Ja, wirklich vielleicht ganz gut, dass wir uns dem nicht angeschlossen haben, weil im Moment sieht das auch nicht gut aus. Hier hingegen läuft es so ziemlich nach Plan. Bin gespannt, wie viel Kriegsstand wir haben, wenn wir hier das zweite Kriegsziel erreichen. Noch immer sind die Gegner nicht in Sicht. Das ist gut, weil die Festung ist wirklich wichtig. Wir sind bei 88% und jetzt müsste eigentlich der Kriegsstand sogar ansteigen. Wir werden die Festung noch belagern und dann Richtung Hauptstadt ziehen. Wir haben ansonsten Verluste, die will ich vermeiden, falls es doch noch zur Feldschlacht kommt. So, der Papst ist nicht beeinflusst. Nun gut. Okay, wir haben eine Fraktion auf Mallorca. Bauernpöbel will uns dort was. Ich hoffe, das ist nicht gefährlich. Nee, ist es zumindest noch nicht. Erfreulich. Kriegsstand geht auf 91%. 92%. Sollte es wirklich so einfach sein? Ja. Lösegeld. Ah, Vormund. Das ist natürlich eine wichtige Angelegenheit.
Okay, also er geht tatsächlich in Richtung Ränkespiel. Das werde ich ja nicht mehr auswürfeln, sondern einfach so als gewissermaßen zufällige Entscheidung so lassen, als zufällige Begabung. Jetzt ist natürlich die Frage, wartet mal, wer soll hier Vormund werden? Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass es der Fürstbischof selbst ist. Also einer unserer wichtigsten Ratsmitglieder. Wir haben, glaube ich, wenig Zeit dafür. Ja, ich denke, das ist, glaube ich, keine schlechte Wahl. Wir machen das. Okay. Schicken wir diesen Vorschlag ab. Der ist zwar alt, aber solange er noch lebt, wird er von ihm sicher einiges mitbekommen. Was sind das für 758 Männer, die sie jetzt noch dazu geholt haben? Wo kommen die her? Haben sie möglicherweise Söldner jetzt finanziert? Vorstellbar. Oder haben sie noch einen Verbündeten mehr? Er hat jetzt 2001... Ja, tatsächlich. 756 Söldner, die jetzt für die Gegenseite kämpfen. Aber, Leute, wir sind hier immer noch zahlenmäßig in der Überzahl. Warum ist das Ganze nur noch auf 44%? Was ist hier passiert? Wurde irgendwas von uns erobert? Bin mir nicht ganz sicher, warum das jetzt der Fall ist. Ich klicke immer das Falsche an. Hat sich hier irgendwas verändert? Hat er möglicherweise vielleicht irgendwas dazu gewonnen? Kriegsstand ist auf jeden Fall runtergegangen. Aber Schlacht ist nicht verloren und was besetzt vom Gegner ist auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir diese da aufhalten und vernichten können. Aber jetzt die Belagerung abzubrechen, deswegen würde ich auch nicht für klug halten. Ich würde sagen, wir machen sie weiter. Vielleicht fängt unser Freund sie ab. Ja, das war ein guter Versuch. Scheint leider nicht zu klappen. Er verfolgt sie. So, wir haben's. Warum hat das jetzt eine andere Farbe? Weil das nicht Kriegsziel ist? Bin ich ganz sicher. 61%. So. Okay. Die marschieren weiter nördlich. Das heißt, die werden uns nach wie vor nicht gefährlich werden. Okay, das heißt, ich denke, wir ignorieren die jetzt mal, sondern werden jetzt hier direkt zur Hauptstadt marschieren. Weil wenn wir die Hauptstadt gewinnen, und er hat sie tatsächlich abgefangen. Oh, das könnte aber eng werden. Braucht er jetzt doch unsere Hilfe. 1251. Wir kämpfen an sehr, sehr ungünstigem Gelände. Ja. Oh, Ilsa ist schwanger. Und das, während wir eigentlich nicht da sind. Ah! Es sieht so aus, als würde er gewinnen. Pass auf, wir kehren wieder um. Er braucht unsere Hilfe doch nicht. Wir marschieren zur Hauptstadt und versuchen jetzt schnell dort eine Entscheidung zu erzielen. 67%. Ja, vermutlich relativ verlustreich. Hat nicht viel Kriegspunkte gebracht. Das ist jetzt hier wichtig. 7 Monate. Oh, verdammt. Bündnis ist ausgelaufen. Mit Herzog Ramnul von Aquitanien. Weil unsere Mutter gestorben ist. Okay, das ist natürlich ein Problem. Im Moment scheinen sie noch im Krieg zu sein. Okay, dieser Krieg, der Herzog selbst ist ja nicht gestorben. Dieser Krieg wird also noch fortgesetzt. Unter dieser Bündnissituation. Das beruhigt mich. So, jetzt kommen allerdings unsere Gegner in den Süden. Allerdings nur mit 1600 Mann. Selbst wenn sie uns angreifen würden, müssten wir das eigentlich gewinnen. Für unsere Seite steigt jetzt der Kriegsstand. Sie könnten natürlich versuchen, das Ganze zurückzuerobern. Die Garnison ist noch nicht voll besetzt mit ihren 241. Hier unten natürlich auch nicht. Das würde schneller dauern. Aber vielleicht können wir auch den Emir selbst packen. Okay, wir sind dabei, uns nach wie vor mit dem Papst zu verständigen. Bei einem Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen ergeben sich
Gelegenheiten, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch Papst Stephanus ist. Mein Fürst, so sagt mir, wer ist der edelmütige Mensch, von dem ihr, der edelmütigste, von dem ihr je gehört habt? Ja, das sage ich, glaube ich, aus voller Inbrunst, auch wenn wir damit 75 Prestige verlieren. Aber da haben wir wirklich keine Zweifel. Das ist unsere Meinung. Prestige minus 200 jetzt. 77%, die werden sich jetzt langsam vereinigen. Und damit sind es schon gefährliche 2300. Aber wenn jetzt die Belagerung gleich vorbei ist. Oh, wir haben eine Tochter. Marquisa. Wir gucken mal, was ist noch für Theresa. Auch ein schöner Name. Ja, mögest du stark und weise werden. Und da haben wir es tatsächlich. Der Sieg ist errungen, weil der Gegner nicht rechtzeitig anwesend war, weil er einen anderen Krieg geführt hat. Ja, und wir werden unsere Forderung natürlich erzwingen. So sei es. Hervorragend. Und das bedeutet, dass wir jetzt hier einen Fuß in Spanien haben und damit einen Beitrag leisten können, möglicherweise für die weitere Reconquista. Sehr interessant. Im Übrigen haben wir damit quasi hier eine Grenze zu Aquitanien und dort. Das wird auch nochmal, das ist, de jure ist das Herzogtum Barcelona deutlich größer. Der Rest gehört zu Aquitanien. Ja, das kann natürlich auch noch zu Konflikten und Problemen führen. Aber darüber denken wir jetzt erstmal nicht nach. Wir lösen unsere Armee auf und sind sehr froh über das, was wir hier erreicht haben. Kontrolle werden wir weiter, denke ich, in Mallorca erstmal erhöhen, aber wir gucken mal, was wir hier insgesamt haben. Das Schöne ist, das sind noch katholische Gebiete, die also noch nicht, zumindest zum Teil, oder? Also das ist katholisch, das allerdings nicht. Okay, alles klar. Eine Grafschaft ja, eine nicht. Na gut, da müssen wir dann unsere religiöse Überzeugungsarbeit leisten. Was haben die hier zu bieten? Nichts quasi, außer eine Burg. Die Kirche schon etwas ausgebaut. Und dort drüben haben wir ja gesehen, dort gibt es eine Hügelfestung, die die Festungsstufe erhöht. Ja, gibt Verteidigervorteile. Also das ist sehr gut zu verteidigen, ansonsten kein zusätzliches Geld oder so. Aber natürlich, wir haben weitere Vasallen. Und das ist auch noch ein großes Thema, eine große Hilfe, um den Rat zukünftig qualifizierter besetzen zu können. Das darf man nicht unterschätzen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ist mal eine kurze Friedensphase nötig. Papst Stephanus haben wir weiterhin nicht beeinflusst. Aber wir können einen Kriegslebenswandel ausführen. Auswählen. Hauswache werde ich jetzt nicht nehmen, weil wir sowieso noch nicht genug Ritter haben. Ich denke, wir werden hier mal weitergehen. Flottentempo brauchen wir nicht. Allerdings ist natürlich Belagerungswaffeneffektivität plus 40%. Das ist natürlich eine richtige Hausnummer. Ja, ich glaube, das werden wir als nächstes nehmen. Das ist ja wirklich eine drastische Verschnellerung. Okay, wir gucken uns kurz mal an, wie es aussieht. Hier noch keine Gefahr. Da kann natürlich jetzt noch was dazu kommen. Wir werden sehen. So, was macht unser König? Unser König derzeit noch bei der Verteidigung gegen diesen Unabhängigkeitskrieg. Es sieht also so aus, als ob es der König von Lothringen geschafft hat, hier alle Anwärter, alle Rebellen zu vernichten. Auch wenn es jetzt schon wieder eine neue Fraktion gibt. Nun gut. Okay, wir haben aber einiges an Gold angesammelt und ich denke, es ist an der Zeit, hier nochmal wieder was zu investieren. Und zwar werden wir das tun hier in unserem Hauptgebiet. Es ist ebenso an der Zeit, dass wir ein paar mehr Soldaten bekommen. Deswegen werden wir hier Kasernen errichten. Lohnt es sich für diesen Fall? Ja, das betrifft nur die Bauzeit, aber nicht die Baukosten. Dann würde ich sagen, lohnt es sich nicht, hier auf mehr Gemeindeentwicklung zu gehen. Wenn wir das bauen, bekommen wir 125 mehr Aufgebote. Beim Armeelager 100,
dauert nur 2 Jahre und kostet nur 100 Gold. Der Handelshafen sollte auch für uns wichtig sein. Das sollten wir auf jeden Fall auch machen. Tja, die Kasernen sind, glaube ich, auf Dauer besser als ein Armeelager, oder? Das bringt andere Boni. Bogenschützen und Plänkler. Derzeit haben wir Bogenschützen. Nee, aber wir nehmen trotzdem, wir investieren. Wir nehmen trotzdem die Kasernen. Das ist schon ganz passend, denke ich. Gut. Okay. Ja, und wir werden jetzt Stück für Stück natürlich auch noch mehr Geld aus den neu eroberten Gebieten erhalten, wenn wir die Kontrolle dann wirklich erhalten haben. Rast oder erreicht haben, die volle Kontrolle. Rast für die Müden. Wir sind schweißgebadet, müde und hungrig, als ein langer Trainingstag mit den Truppen endet. Als wir uns nach einem Lagerplatz umschauen, sehen wir am Horizont eine alte, verlassene Burg. Die Arme ausbreiten, sage ich, dort werden wir heute Nacht unser Lager aufschlagen. Die Sonne geht unter und mit jedem Schritt, den wir näher kommen, wird die Ruine unheilvoller. Es dauert nicht lange, bis die Soldaten von Geistern flüstern. So, wir sind tapfer, Leute. Lasst uns die Burg betreten. Dort warten sicher Schätze auf uns. Klar, gehen wir dort rein. Es ist Senton. Die Suche nach dem Unbekannten. In der Burg ist es dunkel, klamm und trostlos. Und alle Spuren von Leben sind längst verschwunden. Ich schaue verrottete Treppen hinauf und erblicke etwas, das Überreste edler Wandteppich und alter Gemälde sein könnte. Die Wendeltreppe hinunter sehe ich nur Dunkelheit, die bis in die Tiefen der Erde zu reichen scheint. Tja. Also wir sind tapfer und ich denke, wir stellen uns den Ängsten. Das passt, glaube ich, eher zu ihm. Ja. Was könnte in der Dunkelheit unter uns verborgen sein? So, damit haben wir uns unseren Ängsten gestellt und das bedeutet für die nächsten 10 Jahre erhöhtes Kampfgeschick und reduzierter Anspannungszuwachs. Damit haben wir jetzt ein Kampfgeschick von 15. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, damit haben wir einen vielversprechenden Stand erreicht. Oder was heißt wir? Zentoll hat doch relativ schnell einiges erreicht. Im Sinne des Heidenkampfes. Im Sinne der Rückeroberung von muslimischen Gebieten für das Christentum. Wir schauen mal, was bedeutet eigentlich das Ganze jetzt hier für das Erbe. Aber wir haben ja nur einen Sohn. Insofern gibt es da noch keine Probleme. Sollten wir einen zweiten Sohn erhalten, bin ich mir nicht ganz sicher. Wobei Bundteilung hier noch nicht zuschlagen dürfte, weil wir nicht ausreichend für die Jura-Herzogtümer haben. Aber das wird uns natürlich nicht abhalten, möglicherweise weiter zu agieren. Ich will mal eine Sache kurz noch prüfen. Hier scheint es noch ein mögliches Kriegsziel zu geben, aber ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt richtig und nachvollziehbar ist, sein Gebiet jetzt so aufzufächern und ins wirklich sehr fremde Afrika vorzustoßen. Ich glaube das eher nicht. Das ist doch zu weit hergeholt. Ich glaube, das große Thema ist die Reconquista, die Rückeroberung dieser spanischen Gebiete von den Muslimen. Das ist das Thema auch der mütterlichen Familie hier in Asturien. Und dem wird er sich, glaube ich, weiter widmen. Und das heißt, unsere nächsten potenziellen Ziele sind eben nach Ablauf der Waffenruhe vielleicht nochmal der Emir oder dieses Reich. Allerdings haben diese hier sehr, sehr viele Verbündete. 8400 Mann sind für uns derzeit unerreichbar. Aber die Chancen und Gelegenheiten werden sich ergeben. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier weiterlaufen wird. Was haben wir hier eigentlich noch für einen Aufstand? Ach, das ist immer noch dieser Unabhängigkeitskrieg. Nun gut, wir werden sehen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Staffel. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.